zusammen, wir machen mal eine kleine Rezeptdemo, was das im Moment zumindest All-Time-Favorite ist, was Nachtisch und Süßes angeht. Die Nusspralinen gibt folgendermaßen 200 Gramm Nüsse, gemischt. Ich mische ganz gerne Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse. Dann haben wir hier einen perfekten Thermomix, macht es natürlich super einfach. Dann einmal Nussmus nach Wahl. Nehmen wir die Mandel, das Mandelmus hierher. So, einmal rühren, dann nehmen wir hier 100 Gramm. Dann nehmen wir den Honig her, 80 Gramm Honig. So, das sind schon die Hauptbestandteile. Dann geht es noch um das Ganze aufzupeppen mit Kakao. 25 Gramm, dann eine Prise Salz und noch ein bisschen Vanille. Und dann mixen wir das Ganze gut durch. Für alle, die keinen Thermomix haben, ist es wahrscheinlich besser, die Nüsse erst zu mahlen und dann das Mousse, den Honig und den Rest dazu zu mischen. Sonst sind viele Mixer wahrscheinlich nicht leistungsfähig genug. So, sieht gut aus. Ich weiß nicht, wie man es erkennen kann, aber sehr schön mit Stückchen noch das Ganze zerhackt und vermischt. Und jetzt kann man es durch das Mousse und den Honig ist das Ganze perfekt klebrig genug, um eben Kugeln zu formen, was unsere bevorzugte Art hier ist, das Ganze zuzubereiten. Kleine Kugeln. Und dann haben wir schöne Nusskugeln. Am besten mal kurz in die Gefriere, dann schmecken sie noch besser. Ansonsten ready to eat, gleich wenn man fertig ist.